Heute Abend ist es schon soweit. Nach dem Food Birthday Event geht es direkt weiter mit dem nächsten, einem komplett neuen Event, nämlich den Trophy Titans. Ich habe mich auch gefragt, was es damit auf sich hat, und genau deshalb wollte ich dann auch dieses Video für euch machen. Wie immer jetzt kurz und knapp, was erwartet uns bei diesem Event? Mehrere Ladebildschirme haben schon auf das Event hingewiesen. Wie immer startet das freitags, also heute Abend, um 19 Uhr. Das Design, vor allem das Kartendesign, ist schon bekannt. Wie immer ist das ziemlich nice geworden. Es wurden jetzt auch schon ein paar Karten von EA selbst angeteasert. Und Stand des Wissens jetzt werden hier keine normalen Karten kommen, also keine Spieler, die noch aktiv spielen, sondern es ist ein Event für nur Heroes und Icons. Die bekommen hier halt eben nochmal geupgradete Versionen. In diesem Screen zum Beispiel ist es recht eindeutig, dass es sich um Yaya Touré handelt. Wie der Name Trophy Titans schon sagt, geht es hier um Spieler, die in ihrer Karriere Titel gewonnen haben. Wahrscheinlich eben Spieler, die vor allem besonders viele und wichtige Titel gewonnen haben. Wie eben zum Beispiel Yaya Touré, der dreimal englischer Meister und Pokalsieger wurde, dazu zweimal spanischer Meister, er hat die Champions League gewonnen und sogar in Griechenland wurde er Meister und Pokalsieger, dazu wurde er mehrere Male afrikanischer Fußballer des Jahres. Ich finde die Idee des Events ziemlich cool, da so besondere Karrieren nochmal extra gewürdigt werden. Und das Coole, da es ja keine normalen Karten gibt, werden also auch die SBCs und vor allem die Objectives wahrscheinlich eben auch Heroes oder Icons sein. Und das gab es ja wirklich noch nie. Laut einem Leak soll zum Beispiel Dennis Bergkamp so eine Karte bekommen, die man sich dann eben als Objectives-Karte erspielen kann. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Wie schwer das Ganze wird, werden wir dann sehen. Aber wir werden natürlich auch wie immer dazu ein Video machen. Lass also gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Apropos Leaks, natürlich gibt es schon wieder haufenweise Leaks. Die habe ich mir ehrlich gesagt aber nicht ganz genau angeguckt, weil ich mich nicht komplett spoilern lassen will. Wer mag, kann aber gerne unseren Discord-Server abchecken, den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. In dem Channel Leaks bleibt man hier immer auf dem aktuellen Stand, was gerade so geleakt wurde. Fakt ist, dass auf jeden Fall echt krasse Karten rauskommen werden, die Creme de la Creme, die werden auch ordentlich teuer sein. Upgraden können sich die Karten übrigens nicht, also anders als zum Beispiel bei den Foot Fantasy Heroes. Besonders freue ich mich auf die SBCs und die Objectives-Karten bei diesem Event, das könnte nämlich echt ziemlich geil werden. Was erwartest du von dem Event? Hast du Bock drauf? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare und wir sehen uns bei den nächsten Videos zu diesem Event.